Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich grüße euch alle in dem wunderbaren Namen Jesus. Halleluja. Der Name, der hoch über jeden anderen Namen steht, der Name Jesus. Ich möchte zum Start noch beten. Jesus Christus, wir kommen vor deinen Altar, wir preisen dich, wir danken dir für diesen neuen Tag. Wir sind so abhängig von dir, wir brauchen dich so sehr. Danke, dass wir heute aufstehen durften, Vater. Danke für unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist, dass du uns geschaffen hast, Vater, als zu deinem Ebenbild, dass wir zu dir kommen dürfen, Vater. Wir kommen heute Morgen an deinen Thron, Vater. Du hast uns würdig gemacht, Vater. Wir sind deine Kinder. Du hast uns an deinen Tisch gesetzt. Du hast uns gekrönt, ja, mit Ehre, Vater. Wir sind Königskinder, Vater. Wir haben Zutritt zu dem Thronsaal. Jesus, du bist der König. Du bist der König über alle Erde, du bist der König des Himmels. Dir sei alle Ehre, Vater, dir sei Ruhm, dir sei Herrlichkeit, Vater. Wir wollen dir die Ehre geben mit unserem Leben, Vater. Wir wollen dir unser Leben hinlegen als Opfer, als reines, heiliges Opfer, Vater, dir wohlgefällig, Vater. Dir gehört alles, Vater. Du hast uns erkannt, Vater. Du hast unsere Eltern erkannt, Vater. Wir sind dein Gedanke, Vater. Wir lieben dich, wir preisen dich, du bist wunderbar. Wir danken dir für diesen neuen Morgen. Im Namen Jesus. Amen. Ihr Lieben, der Name Jesus, er ist hoch über jeden anderen Namen. Es ist der einzige Name, der uns gegeben ist. Es ist Hoffnung in dem Namen Jesus. Jesus sagt, Wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir in ihm bleiben, dann werden wir alles, was wir in seinem Namen erbeten, das wird er uns geben. Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Jesus, wir lieben dich so sehr, wir preisen dich, wir danken dir für deinen Namen, wir danken dir, dass es der Name ist, der gesiegt hat. Jesus, wir lieben dich. Geschwister, ich möchte mit euch eine Schriftstelle zusammen lesen, und zwar ist es Sprüche 18, Vers 10. Schlagt es mit mir mal bitte zusammen auf. Sprüche 18, Vers 10. Ich würde hier die englische erweiterte Übersetzung wörtlich zitieren. Ich lese mal Sprüche 18, Vers 10. Der Name des Herrn ist eine feste Burg, die Gerechten laufen in ihn. Sie sind fest, sicher und hoch über dem Bösen. Ihr Lieben, der Name Jesus, er ist unsere Zuflucht, er ist unsere feste Burg, er ist unsere Hoffnung. Er ist höher als alle Krankheiten, er ist höher als alle Stolpersteine, er ist höher als alle Herausforderungen. Jedes Knie muss sich beugen in dem Namen Jesus. Es ist Hoffnung in dem Namen Jesus. Und wir heben den Namen Jesus über unser Leben, über unsere Familien, über unsere, über unsere Gemeinde, über unsere Gesellschaft, über unser Land. Wir heben das Banner des Namens Jesus hoch. Es gibt nur diesen einen Namen, wo wir uns bergen können. Es gibt, in dieser Zeit, wo wir uns leben, es gibt, Jesus ist unsere Zuflucht. Er ist uns gegeben. Von woher kommt meine Hilfe? Unsere Hilfe kommt im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ihr Lieben, er hat die Galaxien in Existenz gesprochen, die ganzen Sterne, heute Morgen der Vollmond, die Sterne. Er hat sie in Existenz gesprochen, die Entfernungen. Aber es gibt auch diesen Mikrokosmos, wenn in Australien dieses Great Barrier Reef, diese ganz kleinen, Tierchen und die aufgegessen werden von den Fischen und die an den Pflanzen wachsen. Das ist so wunderbare Schönheit, so Kunst, wie Gott sich in der Natur geoffenbart hat und durch seine Schöpfung. Es steht im Römerbrief, Römer 1, es gibt keine Entschuldigung. Wir können nicht sagen, dass diese ganzen Organismen, dieser Mensch, es gibt einen Schöpfergott und er hat einen wunderbaren Plan und er hat seinen Namen erhoben. Unsere Hilfe, sie kommt von ihm. Ihr Lieben, sein hebräischer Name heißt Jeshua, Jesus. Das bedeutet Heiland, Erretter.
Siehe, Gott ist mein Heil. Ich werde in ihn vertrauen. Ich werde keine Angst haben. Meine Hoffnung ist in dem Namen des Herrn. Woher kommt meine Hilfe? Sie kommt von ihm. Er ist meine Kraft und mein Lied. Ihr Lieben, der Name Jesus, er war unsere Hoffnung. Er hat seine Schöpfung nicht zurückgelassen. Er hat nicht gesagt, okay, das war's. Nein, er hat sich selbst entäußert. Er ist der König. Er ist der wahre König. Er hat sich aber entäußert. Er hat seine Herrlichkeit zur Seite gelegt. Er war sich nicht so schade. Er hat, ja, wir sehen die Natur Gottes. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Er ist ein dienender Gott. Und wir haben Zutritt in dem Heiligen Geist zu dieser Natur Gottes. Er hat den Feind besiegt, der zu stark für uns war. Wir hätten uns nicht selber retten können. Er hat uns nicht als Waisenkinder zurückgelassen. Er ist unsere Hoffnung. Und er wird auch unsere Hoffnung sein bei seiner Wiederkunft. Wir haben diese lebendige Hoffnung. Er wird kommen in Herrlichkeit. Was kein Auge gehört, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört hat. Das hat Gott für die, was in keines Menschenherz eingedrungen ist. Das hat Gott für die vorbereitet, die ihn lieben. Ihr Lieben, wir werden einen Auferstehungsleib bekommen, so einen, wie er hat, so wie er ist, so werden wir sein. Ihr Lieben, es gibt diesen Namen. Es gibt nur diesen einen Mittler zwischen Himmel und Erden. Es ist Jesus. Es ist nur in dem einen Namen das Heil. Apostelgeschichte 4:12. Es ist ein Name uns gegeben und wir haben Zutritt in diesem Namen zum Allerhöchsten. Wir sind gerecht gesprochen in dem Namen. Es ist wunderbar. Halleluja. In dem ersten Adam kam der Fluch, aber in dem zweiten Adam kam die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir preisen ihn. Der Tod hat seine Stachel verloren. Wir werden staunen. Wir sind schon die neue Schöpfung. Jesus Christus, er ist unsere lebendige Hoffnung. Ihr Lieben, wenn wir die Bibel anschauen, Gott hat sich in der Bibel fortwährend durch seinen Namen geoffenbart. Es gibt diese Namen im Alten Testament, zum Beispiel der Gott, der mich sieht, er ist ein wunderbarer Gott. Natürlich, die finale Offenbarung ist Jeshua, Jesus. Er spiegelt das ganze Wesen Gottes nieder. Wenn wir Jesus gesehen haben, haben wir den Vater gesehen. Jesus sagt, iss mein Fleisch und trinke mein Blut. Wir dürfen ihn geistlich verstoffwechseln. Er ist die wahre Speise. Er ist das lebendige Wort. Er ist das wahre Brot, das vom Himmel kam. Die Kinder Israels, sie waren in der Wüste, sie hatten Hunger. Gott hat das Manna gegeben, das Brot vom Himmel. Aber Jesus sagt, er ist das wahre Brot, das vom Himmel kam. Er ist die wahre Speise für unseren Geist. Wir dürfen die Natur Gottes, die wir schon in uns tragen, immer mehr durch ihn, ja, wir dürfen ihn verstoffwechseln. Er ist das Fleisch gewordene Wort. Er ist der dienende Gott. Wie gesagt, er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Die Namen Gottes in der Bibel, wenn wir sie uns anschauen, es ist wunderbar, in dem Zusammenhang Psalm 23 zu studieren. David hat diesen Psalm geschrieben, der Herr, er ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ich habe Überfluss. Es ist nicht der Becher, mein Becher fließt voll über. Es ist nicht abgestandenes Wasser. Es ist frisches, übersprudelndes Wasser. Ihr Lieben, ich war im Januar, habe ich meine Eltern besucht. Ich war mit meinen beiden Kindern und meinem Neffen. Dort sind wir in den Wald hochgewandert. Da gibt es eine steinerne Rinne. Das sind so Kalkablagerungen und dort oben auf der Anhöhe, da kommt direkt eine frische Quelle aus dem Boden heraus, direkt aus dem Berg heraus, also der Berg ist nicht so hoch. Es war Januar, es hatte keinen Schnee, wir waren ein bisschen müde, wir hatten ein bisschen Durst, wir haben uns hingekniet und wir haben von dieser frischen Quelle getrunken. Mein Sohn hat sich auch auf den Boden gelegt und hat getrunken und es war eines der frischesten Wasser, was ich je getrunken hatte. Ihr Lieben, Gott gibt diese Quellen im Natürlichen, aber er ist die wahre Speise, er ist der wahre Trank. Wenn wir
ja, wenn wir Zutritt, er gibt uns den Zutritt zum Thronsaal, wenn wir diesen, er gibt uns das, wenn er gibt uns diese Speise, sein Wort, wir dürfen ihn verstoffwechseln. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, wir danken dir für deinen Namen. Wir danken dir für deinen Namen, der hoch erhoben ist. Wir danken dir, dass in dir alle Hoffnung ist. Du bist die Hoffnung der Herrlichkeit. Du bist die lebendige Hoffnung. Du warst und du bist und du wirst wieder kommen. Und du schenkst uns den Becher voll ein. Es gibt keinen Mangel in dir. Ja, und überall, wo vielleicht Mangel manifestiert ist, ich hebe den Namen Jesus hoch. Ich danke dir, Jesus. Ich setze den Überfluss frei an der Gabe der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit. Ich danke dir, dass jeder Mangel über unserem Leben gebrochen ist, Vater. Wir brechen alles Mangeldenken, Vater. Wir danken dir, dass du überfließend bist wie diese Quelle des lebendigen Wasser, wir, wo unsere Berufungen festgefahren sind, wir setzen Hoffnung frei, Vater, wir in dem Namen Jesus, in dem wunderbaren Namen Jesus, wir danken dir, dass du, Halleluja, dass du fortwährend über uns wachst, Vater, wir heben den Namen Jesus hoch, Vater, über unserem Land, Vater, über unserer Regierung, Vater, wir heben deinen Namen hoch, Jeshua, du bist das Heil, du bist der einzige Name, Halleluja. Wir lieben dich, wir danken dir, wir ehren dich, Vater. Danke, dass du, ja, uns erkauft hast. Im Namen Jesus. Amen. Amen.